Herzlich willkommen zu Modul 1, Lektion 1. Hier geht es darum zu schauen, wo bist du, wo stehst du und wohin willst du? Also, wie sieht deine ideale Geburt aus? Du kennst es sicher, wenn du irgendwo hin willst und du kennst das Ziel noch nicht so genau und du versuchst, das auf Google Maps einzugeben, dann hast du ziemlich Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Genauso ist es hier auch. Das heißt, um zu wissen, wohin du willst, müssen wir erstmal schauen, wie sieht dein Ziel genau aus, damit wir das genau eingeben können. Ich habe in meiner Schwangerschaft ein total süßes Babybett gefunden, was ich meiner kleinen Tochter, die auf meinem Rücken geschnallt ist gerade, gerne kaufen wollte. Also ich war eBay Kleinanzeigen, kennst du bestimmt, und da habe ich dieses süße Baby, also so ein Babybett zum Beispiel, Bett gefunden. Ich schreibe die Dame an und wollte das gerne kaufen. Wir sind uns auch einig geworden über den Preis und wann ich das Teil dann abholen durfte. Ich setze mich voller Enthusiasmus mit meinem hochschwangeren Bauch dann ins Auto und cruise los. Und ich wusste ungefähr, wo das ist, den Stadtteil, aber dann stand ich da und dachte, Mist, ich habe mein Handy vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das ist, hatte die Adresse nicht. Ich wusste, es war irgendwas mit Blumen, die Straße. Und da dachte ich, frag einfach mal. Und dann habe ich so eine Person gefragt, einen älteren Herrn, der da vorbeigelaufen ist und habe gesagt so, hey, entschuldigen Sie bitte, kennen Sie hier eine Straße, die mit Blumen ist? Ich wusste auch noch, es war die Nummer 12, weil wir wohnen auch in der Nummer 12. Und er so, nee, hier sind alle Straßennamen mit Blumen. Also sind jetzt in der Linienstraße und da vorne ist die Margaretenstraße oder wie auch immer. Ich so, nein. Also das heißt, bin ich wieder zurückgefahren, habe mir nochmal mein Handy natürlich mitgenommen, die Adresse genau rausgesucht und dann wieder hingefahren und natürlich dann gefunden. Das heißt, die Geschichte erzähle ich dir nur. Erstmal ist es so ein bisschen typisch für eine schwangere, hochschwangere Frau, dass sie so ein bisschen verpeilt ist, also zumindest für mich. Also da keine Bange, wenn es dir auch manchmal so geht. Und zweitens erzähle ich dir die Geschichte auch, weil es eben so wichtig ist, dass du weißt, wohin du willst. Und damit wir eben schauen können, ganz individuell, wie sieht dein Weg dahin aus? Das heißt, wir schauen heute direkt auf deine Zielgeburt. Das ist das Thema. Zuallererst musst du natürlich auch, müssen wir auch wissen, wo du stehst. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal den Startpunkt an. Es gibt nämlich nie, wir können keinen Fahrplan machen, wenn wir nicht im Wissen den Startpunkt kennen. Also genauso, wie wir das Ziel kennen müssen, müssen wir auch den Start kennen. Das heißt, deine allererste Aufgabe ist es, mal zu überlegen, wie denkst du überhaupt über deine Geburt? Was sind deine Glaubenssätze? Es gibt bestimmt Menschen, mit denen du über die Geburt gesprochen hast. Mütter, Schwester, Freundinnen. Es gibt auch sehr viele Experten, Männer, die ganz genau wissen, wie so eine Geburt ist. Und da hast du vielleicht schon so ein bisschen Input bekommen, die deine Glaubenssätze geprägt haben. Beispielsweise eine Geburt ist schmerzhaft. Oder ich glaube, meine Geburt wird lang dauern. Bei meiner Mutter haben sie immer so lange gedauert. Oder meine Geburt wird bestimmt eine Sturzgeburt. Oder eine Geburt ist anstrengend. Pipapo. Was denkst du über die Geburten? Und das ist deine erste Aufgabe. Das heißt, du kannst dir direkt das Arbeitsblatt einmal herunterladen und ausfüllen und dass du bitte mindestens mal 10 Sätze schreibst, wie deine Geburt so sein wird. Und wenn du das gemacht hast, gehen wir direkt auf das nächste Video, das heißt Glaubenssätze überprüfen, und da kannst du mal schauen, wie das dann weitergeht. Also als erstes mal bitte dieses Arbeitsblatt für dich ausfüllen. Viel Spaß dabei, lass dir Zeit.